herzlich willkommen zu den Sims 2. Wir sind heute bei der Familie Picasso. Familie Picasso besteht aus einmal Matthias Picasso, der gerade bei der Arbeit ist. Matthias, den vielleicht der ein oder andere kennt ihn, der war in einem der Familienkatalogen enthalten, damals mit seiner Frau Jessica. Mittlerweile hat er sich aber von ihr scheiden lassen, beziehungsweise sie hat sich von ihm scheiden lassen. Und seine neue Frau ist die Gerda. Gerda Picasso, wir gehen gerade mal rein zu Gerda. Gerda ist gerade schwanger. Das ist Gerda. Ja, sie ist, wie gesagt, schwanger, hat momentan diese etwas seltsame Frisur. Ich weiß nicht, warum, seitdem sie schwanger ist, hat sie diese Frisur bekommen. Hier unten sieht man, wie sie eigentlich aussieht. Die beiden haben bereits einen Sohn zusammen, nämlich Pierre Picasso. Pierre ist gerade in seinem Zimmer hier. Und unser Butler Adrian, der kümmert sich so ein bisschen um sie. Wer noch mit in dem Haus wohnt, das ist die Silke. Silke Sieber, sie ist eigentlich eingestellt hier für uns als Kindermädchen, weil sowohl Matthias als auch Gerda eine Arbeit hat. Und damit Pierre gut versorgt ist, habe ich sie eingestellt. Nun ist natürlich Gerda noch schwanger geworden und ist auch zu Hause. Silke hat Sam noch mitgebracht. Und so sieht momentan die Familie aus. Ja, unsere Gerda kümmert sich gerade auch ein bisschen um Sam mitunter. Du kannst sie mal hier, ihn hier in das Bettchen bringen. Er macht das auch nicht gerne, das Töpfchen aufräumen. Oh, Gerda und Matthias haben die Grippe. Naja, gut. Gerda, geh mal auf Toilette, weil du musst wirklich dringend. Ja, oh. Oh mein Gott, ja. Oh, ich muss auf Toilette. Dann geh mal, Gerda. Unser Kindermädchen schläft immer noch. Es ist Freitag, kurz vor 10. Und sie schläft noch. Pierre hat einen Kreativitätspunkt erhalten. Und müsste eigentlich mal auf Toilette gehen. Pierre wird heute auch zum Kind. Oh, ich habe hier diese Spieletipps noch ein bisschen eingeschaltet. Die schalten wir einfach wieder ein. Unser Mülleimer ist kaputt. Reparier mal, Gerda. Ich glaube, du kannst das. Ja, Gerda hat sehr viele Mechanikpunkte. Die braucht sie auch. Sie möchte eine Musikkarriere machen. Ja, sie möchte die Spitze der Musikkarriere bekommen. Und immerhin ist sie schon Konzertpianistin. Allerdings, wenn wir schwanger sind, können wir nicht weitergehen. Oh, guck mal, wie das Klo stinkt. Hast du es schon fertig gemacht? Nö. Ja, präparier doch mal. Warum macht sie das nicht? Gerda? Du kannst das. Dann mach's mal sauber. Oh, Adrian kommt hier sehr motiviert herauf. Also irgendwie hört sie mir gar nicht auf mich gerade, oder? Naja, gut. Jetzt musst du aufs Klo, oder was? Ja, aber jetzt ist Adrian dabei und putzt. Dann nimm die Toilette hier hinten. Also ihr seht auf jeden Fall hier in der Etage sind, ja, die Schlafzimmer. Hier haben wir auch noch so ein Zimmer da wo wir Musik machen können, wo wir ja uns auch so Ballett machen können und einfach auch ein bisschen Sport. Wenn das Kind auf die Welt kommt, muss ich mal überlegen, ob wir noch eine Etage anbauen nach oben, weil ja die Silke immer noch da ist. Ah, Adrian bringt mal unseren Pierre ins Bett. Und Gerda geht ganz von alleine üben, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Sie braucht dann ein bisschen Spaß. Gucken wir mal nach der Silke. Ah, Silke, komm, steh mal auf. Es wird Zeit, kurz vor 12 am Freitag. Komm, steh auf. Silke,
Kannst erstmal ein bisschen erstmal auf Toilette gehen. Ja, unsere Silke, die schläft gerne in Unterwäsche. Blaue Unterwäsche zu unserem blonden Mädchen. Sie liebt blau, wie man sieht, auch an ihren Lippen. Ich glaube, sie hat auch blaue Augen. Passt alles gut zusammen. Ich gehe auch nochmal gleich duschen und dann kannst du mal gucken, was so in Arbeit dran ist. Adrian, und zu unserem Sämann aus dem Gitter, Mützchen. Okay, Gerda, hast du genug Spaß gehabt? Dann gehen wir mal nach unten und weiter zubereiten. Das hier ist unser Eingang. Wir haben direkt, wenn wir reinkommen, rechts einen offenen Bereich mit einem Esszimmer und Küche in blau und grau gehalten. Und direkt links, wenn wir reinkommen, finden wir unser erstes Bad, unser Bad im Erdgeschoss. Geradeaus weiter kommen wir in unsere wundervolle große, ja, Wohnbereich. Hier können wir viele Dinge tun. Wir haben sogar einen Kamin, wir haben ein Klavier, wir können nähen und haben auch einen Computer hier, sowie Schach spielen und auch, ja, wir können auch Teller entwerfen. Alles möglich. Hobbybegeisterung hier. Kochen. Auch verdient. Oh, Telefon. Ein Telefon. Oh. Silke guckt durchs Teleskop. Oh, jemine. Oh, nee. Die in der Blase, das ist unsere Jenny Fröhlich. Ich weiß nicht, warum alle immer in diese Familie schauen. Also es ist echt so, immer wenn wir durch dieses Teleskop gucken, dann... Ja, dann schauen wir einfach, was macht die Jenny? Tja, dann irgendwann früher oder später kommt sie durch die Tür gerannt und beschwert sich. Wie auch immer sie das entdeckt. Komm, geh mal ans Telefon. Haben wir hier oben eigentlich ein Telefon? Ich glaube nicht. Aber wir kaufen mal ganz schnell ein Telefon. In dieser Etage. Nee, Quatsch, das ist doch kein Telefon. Das hier. So. Dann braucht die Silke nicht erst noch die Treppe runtergehen. Der Sam hat auch noch einen Logikpunkt bekommen. Hey Silke, kann ich Gerda sprechen? Wer bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal ja. Ich bin die Angestellte hier. Dishna! Du musst sagen, Gerda, Telefon! So, jetzt gucke ich mal. Aha. Ich weiß gar nicht, kann er schon selbst aufs Klo? Ja, kann ja schon selbst aufs Klo. Okay. Oh, da ist sie. Jennifer Fröhlich. Oh. Sie geht. Sie geht schon, bevor sie sich beschwert hat. Das ist aber selten, echt. Irgendwie muss ihr Leben unheimlich interessant sein, dass wir alles wissen wollen, was mit ihr los ist. Na gut. Zudecken. Mhm. Oh, mach ihn doch mal raus. Hol ihn doch mal raus. Rauslassen. Gerda. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ingolf Klassen. So. Ja, ruf toll einfach mal so an. Und ich mache noch... Matthias ist nach Hause. Und ich rufe die Geburtstagsparty. Leute an, weil wir wollen Geburtstag feiern. Oh, Matthias, du stinkst. Geh mal waschen. So, wir können 8 Gäste einladen. Ja, Beatrice, unsere Schwester, wird die eine sein. Dina ist unsere Mutter. Rosa Rossi ist unsere andere Halbschwester.
Alexander ist unser Halbbruder, Alexander Grusel. Ansonsten Anna, Olga, Bob, Anton. Oh nee, warte mal. Anton. Wir holen noch unseren Stiefvater Robert Rossi. Dann haben wir alle. Und Matthias, geh dich mal duschen. Ach, ich will ja schon so freiwillig. Semo Latina! Und ich bin ziemlich müde, ich möchte schlafen gehen. Naja gut, wir fangen die Party gleich an. Und ich gehe einfach mal schlafen. Ja, vielleicht bin ich dann bereit dazu. Unsere liebe Gerda ist ein Kind von Mortimer Grusel und Dina Caliente. Die, die sich mit den Sims 2 auskennen, wissen wahrscheinlich, wer die beiden sind. Wenn ihr in Schönsichtingen gespielt habt, dann wisst ihr ganz genau, wen ich meine. Das hier ist Alexander Grusel, ist somit also der Halbbruder von Gerda. Wobei Dina und Alexander sich nicht wirklich gut verstehen. So, alle möglichen wollen, dass ich mit ihnen ein Schwätzchen halte, shoppen gehe, ein Schwätzchen halte. Ja, nochmal ein Schwätzchen. Wir wollen uns doch nicht fremd werden, oder? Oh, Laufbahnvorteile für Pierre. Haben wir noch einen übrig? Ich warte hier noch. Die finden wir hier immer. Oh, Sam hat auch. Oh, Sam, können wir mal 3 Lebenszeit-Laufbahn-Vorteile geben? Haben die anderen. Oh, Matthias könnte auch noch eine bekommen. Arbeit. Ein wahrer Draufgänger lässt sich auch von Kleinigkeiten wie einer Kündigung nicht seine Karrierechancen verbauen. Diese Interaktion ist 24 Stunden nach deiner Kündigung an allen Telefonen verfügbar und bietet dir die Möglichkeit, deinen Chef um eine letzte Chance anzuflehen. Dieser Vorteil kann nur bei Standardkarrieren angewendet werden, nicht bei Geschäften, die sich im Besitz deines Sims befinden. Oder möchte ich lieber Gastfreundschaft sein, machen? Nee, ich mach einfach mal das. Das habe ich noch bei, glaube ich, gar keinem hier. So, okay. Gut, wir haben 16 Uhr. Das Inventar deines Sims, ja, das weiß ich, wer das ist. Wir möchten ja gerne eine Party machen. Und um eine Party erfolgreich hinzubekommen, einen Geburtstagspustekuchen. Die machen wir hier drauf. Freudenfeuer von Flammenmeer. Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber wir machen mal ein paar Partyballons. Für einen Kindergeburtstag können wir doch die machen. Machen wir die mal nach draußen. Und wir wollen natürlich auch etwas essen. Dann sieht doch der hier ganz fesch aus. Machen wir das mitten in unserer Küche. Ich habe oft immer keinen Platz für solche Sachen dann. Vielleicht verbaue ich da jetzt irgendwas, aber wir stellen die ja sowieso nachher wieder um. Ja, das reicht. So. Hört mal, unser Adrian, der Butler, der macht irgendwie den Garten. Schaut mal, die machen Kissen klar. Das ist Dina Rossi und ihr Mann Robert Rossi, ihr übrigens dritter Mann. Ja. Die haben echt Kissen gelacht. Also die haben Spaß dabei. Da sie verheiratet sind, dürfen die das auch machen. Das ist doch echt kein Problem. Hier haben unsere anderen Gäste auch noch ein bisschen Spaß. Hier ist unsere... Ja, also ups, ich wollte gar nicht so drauf gehen. Hier ist unsere... Ne? Unsere Rosa Rossi. Die Schwester, wie gesagt. Das sind einfach 2 Freunde, die so ungefähr im Alter von Gerda sind. Das ist einmal Anna Steffen. Und das ist Bob Braun. Der Sohn von Babsi Braun. Ich finde sie absolut, absolut hübsch, wirklich. Rosa hat sie wirklich gut hingekommen.
So, wir gehen mal. Was machst du denn da draußen? Ich möchte doch mitspielen. Sie möchte mitspielen. Das ist Olga Antonini. Und Alexander Große. Die zwei machen immer noch. Aber wir haben 17.18 Uhr und es sollte langsam wirklich mal sein, dass wir unseren Pierre packen und ihn ja zum Pustekuchen machen. Pierre zu Kuchen bringen. Machen. Zu ihm dorthin zu bringen, meine ich natürlich. Gerda schläft wahrscheinlich noch. Ja. Gerda, steh mal auf. Dein Sohnemann, der wird gleich zum Kind, wenn der Papa ihm lässt. Das sind doch erst, ja. Ja. Gerda tanzt. Macht er, ja, übt hier irgendwie was. Gerda, geh mal ganz fix duschen, damit du Zeit hast. Oh, 17.40 Uhr. Matthias, beeil dich mal ein bisschen. Wir haben übrigens Partyergebnis, klasse Stimmung. Die amüsieren sich alle prächtig. Wir servieren gerade mal das Essen, Silke. Du hast eh ein bisschen Hunger. So. Aha. Und hier. Papa Matthias mit dem Sohnemann Pierre. Wir haben 18.30 Uhr. Es ist etwas knapp geworden wieder. Doch, manchmal schon, aber gut sei denn nicht so einen Blick gehabt. Und der Kuchen wird ausgepustet. Sie feuern die alle an. Komm mit, Gerüber. Pierre. Kann ich Silke sprechen? Nein, ganz gut. Pierre ist jetzt Kind. Als Kleinkind hat Pierre die Laufbahnstufe Frühentwickler erreicht. Das ist klasse. Pierre ist auf dem richtigen Weg. Das ist sehr schön. Pierre ist auf dem richtigen Weg. Und die Party geht weiter. Alle haben großen Spaß. Silke ist mal was von Pierre. Oh, er hat wirklich Elan, unser Pierre. Was macht er denn gerade? Oh. Ah, er ist draußen, echt. Wir haben Winter, echt. Wir haben Winter und Gerda sitzt hier in Unterwäsche draußen und isst. Na ja, gut. Unser lieber Pierre ist noch gar nicht müde. Was brauchen wir denn? Stürmisches Wetter. Ja. Deswegen. Es fängt an zu schneien. Es schneit. Wir gehen erstmal lernen. Hier, guck. Die beiden vertragen sich wirklich nicht. Dina und Alexander. Jetzt. Sie sind auch wütend aufeinander. Und später kann ich das wieder ausbügeln, dass ihr euch zumindest einigermaßen versteht. Oh nein. Nein. Alexander, Dina, nein. Ach, kommt. Ach, Kinder. Ja, ihr müsst hier so wissen, also Alexander war von seiner Mutter Dina nie wirklich fertig. Und verabschieden von Alexander. Und die Butler geht jetzt nach Hause. Es ist Zeit für ihn. Übrigens, Gerda, es ist unheimlich kalt.
Vamos, ya. Ja, aber du. Alexander, geh mal nach Hause. Ich finde es nicht schön, dass du meiner Mutter hier. Zeigst, wo der Hammer hängt. Die Party ist eh gleich zu Ende. Also, es ist ja so, dass Alexander nie so begeistert war, dass Dina seinen Papa geheiratet hat. Und der Vater starb ja auch dann relativ bald. Und sobald Alexander dann erwachsen wurde, hat er sich rausgeschmissen. Dina samt Gerda und Beatrix, den Geschwistern. So, wir packen das noch ins Inventar fürs nächste Mal. Hm, geht das nicht? Das ist doch hier, so. Okay. Dina bleibt hier? Warum? Die Party ist zu Ende, Mama. Du kannst nach Hause gehen, Mama. Oh, Rosa ist auch noch hier geblieben. Auch du, Rosa, darfst nach Hause gehen. Die Party ist zu Ende. Irgendjemand ist auf eine Toilette gegangen, die gerade kaputt ging. Oh nee, Gerda. Oh je, Gerda hat sich auf dem Boden erleichtert. War ein bisschen zu spät. Geh nochmal duschen, Gerda, genau. Und dann geh mal ins Bettchen. So, im Schlafanzug, weil wir haben Winter, es schneit. Hygienenotfall. Oh oh. Das ist aber nicht das, die Toilette gewesen, die diese Geräusche gemacht hat. Unser Pierre ist ja zum Kind geworden und da räumen wir mal sein Zimmer um. Wir brauchen oder wir müssen ihm ja jetzt mal ein Bett bescheren. So, wie soll Pias Zimmer aussehen? Ah, wir nehmen erst einmal ein Bett. Und was ich natürlich doof finde, ist eigentlich, dass die Kinderbetten so wenig Energie bringen. Das wäre noch ein Bett. Ach, das gefällt mir nicht so. Das ist wirklich... Ja, also dieses macht zum Beispiel noch gerade noch Energie 4, Komfort 4. Das hier ist super, Energie 6, Komfort 5, aber ich kann nicht jedem ein Himmelbett geben, bin ich der Meinung. Ich würde gerne mal dieses Bett nehmen, auch wenn es nur Komfort 3 und Energie 3 hat. Nehme ich einmal in Blau und irgendeine blaue Bettwäsche möchte ich gerne noch haben. Oh, die hier. Und das? Oh ja. Die hier. So, dann brauche ich noch einen kleinen... kleines Tischchen, das passend dazu passt. Ich benötige noch einen Schreibtisch, weil unser Pia ist ja jetzt auch ein Schulkind. Und einen Stuhl. Ebenfalls passend dazu. Sowohl hier einen der Kleiderschränke, der sowohl ebenso dazu passt. Ah, das hier, wenn ich jetzt dann den Schrank davor stelle, sieht man das natürlich nicht mehr so gut. Deswegen anklicken und nach oben bringen mit der scharfen S-Taste. Dann machen wir einen kleinen Schrank davor. Noch ein bisschen. Aber mehr geht nicht. Okay. Und einen großen Kleiderschrank. So. Was wir natürlich noch brauchen, das stellen wir noch vor das Fenster. Und was wir noch
brauchen, ist natürlich ein Bücherschrank. Passend, ja, welcher könnte passen? Nehmen wir den hier. Und einen Stuhl, einen schönen Stuhl. Ah, der ist doch süß. Der Puschelstuhl von Seidenpopo. Den stellen wir mal einfach hin. Hm, was könnten wir noch gebrauchen, um ein bisschen unser Zimmer zu verschönern? Wäre vielleicht noch ein Teppich ganz gut. Mal schauen, was wir da so passend dazu hätten. Der passt doch ganz gut. Das ist auch der, der eigentlich hier jetzt passt. Machen wir auch noch unter dem Stuhl. Mit dem Stuhl steht der Fall. So. Dann brauchen wir vielleicht noch. Es ist ja nie so ordentlich bei den Kindern. Und deswegen ein Bücher. Einmal so einen Haufen von Büchern. Und da wir ja Kinder haben, hier das zum Beispiel, das können wir mal draufstellen. Und mache ich jetzt hier, ja doch, ich mache hier diese Lampe, quabbelige Quallenlampe. Die oder die? Ja. Ups, so. Quabbelige Quallenlampe. So. Möchte ich ihm noch eine andere Tapete geben? Schauen wir mal unter den Tapeten. Müsste was dabei sein für einen etwas älter gewordenen. Wie wäre es mit so? Nee, das sieht ja komisch aus, denn hier. Oder lassen wir die Tapete erstmal und gucken mal, wenn er noch ein bisschen älter geworden ist. Da haben wir doch die Tapeten, die dazu passen. Hier, genau. Das machen wir. Moment. Ein Rundumklick. Und schick. Ja, doch, das sieht doch super aus. Ja. Lassen wir den Sternenteppich oder Teppich? Ich weiß gar nicht, gibt es auch noch was, was jetzt zu dieser. Das ist ja so das von der Unterwasserwelt. Gibt es da noch was Spezielles, was dazu passt? Wirklich. Ach, ich glaube, dann lassen wir einfach den Sternenteppich erstmal. Und wow, hübsch, echt hübsch. Das schneit und schneit weiter. Jungs, wir haben bald großen Schnee. Und unsere Mama ist immer noch da. Echt jetzt? Meine Güte. Was beschwerst du dich denn? Oh. Ja, wenn deine Tochter auf dem Klo sitzt, kannst du nicht auf die Toilette. Wir haben nur 3 Toiletten hier in dem Haus. Geh doch auf eine andere. Ich weiß gar nicht, warum die noch hier sind. Hat es doch zu Ende. Aber so sind vielleicht auch Eltern und Familie, dass sie einfach, wenn sie eingeladen werden, bleiben und nicht mehr gehen wollen. Soll uns das jetzt freuen? Man weiß. Räum hier mal das auf, das können wir dann später noch essen. Reste weglegen. Silge, und dann mach mal hier baden und so weiter. Was ist eigentlich aus unserem Sam geworden? Ah, niemand hat unseren Sam ins Bettchen gebracht und nun will er raus. Ich will raus. Sag mal, haben wir eigentlich kein Licht in dem Zimmer? Oh, sieht so aus. Wir brauchen also nochmal ein Licht. Ah, warte mal, das hier nehmen. Das? Ja. Juhu. Es werde Licht. Boah, ist der nervig, oder? Wir lassen ihn raus, aber ich gehe jetzt erstmal aufräumen und
Begrüßungen, Aloha. Warum sagt ihr das? Ist hier irgendjemand da? Was ist denn das? Aufräumen. Ach, das waren unsere Luftballons. Verfolgen wir mal unsere Silke. Wir gehen mal unsere Silke hinterher. Die war irgendwie gerade nochmal um. Okay. Silke geht auf Toilette. Dass sie mal Zeitung lesen auf der Toilette. Ach, unser Pierre ist ja auch noch am... auf. Okay, wie viel hat er denn jetzt geschafft? Oh! So lange wollte ich ihn eigentlich gar nicht treten. Naja, gut. Geh mal, geh doch mal schlafen, Pierre. Du kannst dir morgen weitermachen. Im Schlafanzug gehen wir. Er rennt und rennt. Er hat einen rosa Schlafanzug an. Naja, gut. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht für ihn eine andere Farbe bekommen. Wäre vielleicht eine Option für einen Jungen in seinem Alter. Silke badet sich. Rosa. Da ist draußen gerade eine Katze rumgelaufen. Was können wir denn mit Silke mal machen? Was könnten wir sie denn mal... Hallo Dina. Spielen wir mal einen Furzgag. Einen Furzgag. Achso, ja. Ich muss erstmal mein Kind oben rausholen. Er ist schon ganz ruhig geworden. Michel. Wann wird er eigentlich unter 3 Tagen? Was kann er denn eigentlich schon? Hat er schon alles gelernt? Sprechen, laufen und aufs Töpfchen gehen hat er doch schon gelernt. Oh, jetzt muss ich gehen. Na gut. Wer ist eigentlich gestorben? Tim's tot. Dan's tot. Na ja, gut. Ich muss Klo, ich muss ganz alleine auf Toilette gehen und dann muss ich mal ein bisschen gucken. Ach, ich könnte Charisma oder Kreativität. Ach komm, ich nehme den Hasen. Ich spiele mit dem Hasen. Unser Matthias muss ihm wieder morgen früh um 9, also Samstag, heute früh um 9 Uhr auf die Arbeit. Das heißt, also um 8 Uhr wieder abgeholt. Bis dahin sollte er vielleicht ein bisschen Körperarbeit noch machen, aber erstmal ausschlafen. Ich dachte schon, wir haben Feuer, aber das ist nur im Fernseher. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Waren da Kakerlaken? Oh, die hat es schon selbst aufgeräumt, oder? War da Kakerlaken? Ich guck mal in die Simologie. Nee, nicht, dass ich wüsste. 3 Liebschaften zur gleichen Zeit. Hihi, unsere Selge, die ist schon... Die ist schon dran. Hier geht mal ein bisschen playen. Ach, ich habe den Furzgag gar nicht mitgekriegt. Bis später, Lina. Na, endlich geht die Mama nach Hause. Wird auch Zeit. Mitten in der Nacht, Samstag um 2:30 geht meine Mama nach Hause. Ich überlege mir echt, sie nochmal einzuladen. So, Gerda, steh mal auf. Zieh dir mal was an. Umziehen. Ich muss natürlich immer die Umstandsmode anziehen. Und mal an dem Porträt von Matthias weiter. Achso, sie sagt natürlich, Matthias, komm, ich muss dich malen. Oh nein, ich möchte dich malen. Wir möchten doch gegenseitig uns malen. Dazu muss Matthias allerdings sich anziehen auf meinem... Matthias muss ein bisschen Kreativität noch üben, bevor er Gerda wirklich malen kann, sonst wird das Bild nicht so schön. Aber ich glaube, er trainiert mal lieber. Du kannst Matthias doch aus deinem Gedächtnis malen. Du bist ja schon ein bisschen weiter. Guck, da hast du schon ganz gut gemacht. Rabbit. Go, Rabbit.
Witschka. Rabbit. Oh, Matthias. Nein, nein, nein. Lass das Kindermädchen in Ruhe. Trainieren. Ja, Wuppa. Juhu. Wuppa. Komm nicht vorbei. Big Way. Big Way. Hier, geh mal hier hin. Komm. Du kommst. Du kannst es. Du kannst es. Komm. Gott, Silke ist doch gerade auch vorbei gelaufen. Sag mal. Ich häng da hier fest, oder was? Elaganda. Elaganda. Okay, warte mal, Matthias. Ich mach mal dir ein bisschen Platz. So, das hier machen wir mal weg. Das machen wir, ich weiß nicht wohin. Da müsste eigentlich noch gehen. So. Kommst du jetzt vorbei? Matthias, geh trainieren. Wir brauchen... Nein, 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 nein. Vergiss es. Hier wird nicht geflirtet mit dem Kindermädchen. Ach, Sam, mach halt mal. Geh mal auf Toilette, komm. Und dann geh mal das spielen. So, jetzt aber... Nee, nicht in die Sterne schauen. Ah, guck mal, das hier. Der hat vorhin Geräusche gemacht. Silke schaut in die Sterne. Ah, Sternenbilder. Wie schön. Und jetzt? Geh ich mal auf Toilette. Jimmy. Pia? Pia ist bald soweit. Pia ist bald soweit. Matthias macht unsere Toilette sauber und ja, ja, ja. Oh, Sam. Geht. Wir haben hier ja in dieser Familie momentan 5 Charaktere, die wir spielen. Ich finde immer, naja, 5 sind schon ein bisschen herausfordernd, damit alle auch wirklich ja, das bekommen, was sie haben wollen. Das ist natürlich immer etwas schwierig, dann jedem das zu geben, weil man sich doch mal auf den einen, mal auf den anderen mehr konzentriert. Und bei 5 fängt es so langsam an, etwas schwieriger zu werden. Komm, Silke, mach mal. Bade mal deinen Sam und gib ihm dann mal was zu essen. Wollen wir es denn? Ne? Wo ist es denn? Flasche für Sam holen hier. Hey, du erkältest dich draußen. Es ist zwar nicht sehr viel Schnee gefallen, aber doch schon ein bisschen. Unsere Gerda malt fleißig weiter. Die schafft das Bild noch. Wow, das ist wirklich ein gutes Bild. Pia rennt schon wieder. Was macht der? Aha. Es schneit. Yippie, es schneit. So, ich dusche mich. Ich mache das. Und dann möchte ich noch mal ein bisschen lernen. Ich lerne erstmal Sauberkeit. Und wenn ich mit der Sauberkeit fertig bin, sollte ich vielleicht lebenslange Zufriedenheit. Das mache ich ganz gerne. Das Bild ist fertig. Verkaufe es oder hänge es im Kaufmodus an die Wand. So. Na, haben wir nicht ein schönes Bild von unserem Matthias gemacht? Super. Klasse. Das ist die Nachbarschaft, die wir hinten mit gemalt haben. Wo können wir denn unser Bild, unsere Bildergalerie anfangen von dieser Familie? Eigentlich im Wohnzimmer wäre aber doch ganz schön. Dann hängen wir das Bild mal hier vorne hin. Ich weiß noch nicht, wo ich dann gerne hinhängen werde. Das werden wir dann sehen. Dann rahmen wir das Bild noch mit einem hellen Holz. Passen wir mal zu. Perfekt. Matthias trainiert fleißig weiter. Schafft er das bis 9? Ich fürchte nein.
Gerda muss das auf Toilette und kann es auch gleich wölbern. Und dann wollen wir doch mal was essen. Wann kommen wir eigentlich, unser Butler? Wo ist es schon wieder unheimlich kalt? Wir nehmen die Reste, das geht schneller. Da hinten fackelt jemand ab im... Schabadabadu. Schabadabadu. Und Silke, hat unser Kind schon was gegessen? Ja, Sam, isst doch erstmal. Komm. Halt. Stopp. Ich will erst was essen, bevor ich ins Bett gehe. Oh, Matthias hat Begeisterung für Fitness entwickelt. Er kann jetzt Proteinshakes aus dem Kühlschrank nehmen. Und unser Pierre hat einen Sauberkeitspunkt bekommen. Zum Frühstück gibt es Spaghetti. So, gewartet. Komm schon, mach Himmel. Bis du fertig bist. Ich gehe erstmal. Hier ist schon wieder irgendjemand, der hier duschen war. Hat voll die Sauerei gemacht. Mensch. So, dann machen wir jetzt Sam ins Bettchen und gehen selber schlafen. Aber gucken wir mal, was für ein Schlafanzug der hat. Das ist ja Windrad geworden. Unser Pierre muss mal ganz dringend, bevor er zur Arbeit geht, duschen. Wir duschen mal hier unten. Ja, genau. In jedem Notfall. Hey Matthias, ich habe hier ein paar muskelbepackte Infos für dich. Komm mit deiner neuen Mitgliedskarte ins Luxus Fitness Center und erlebe ein Workout, wie es dir noch nie untergekommen ist. Wunderbar. Hier, das ist unser zur Arbeit gehen. Genau. Guck mal, er ist es. Die können echt nicht duschen, ey. Meine Güte. Da darf unser Butler aber wieder arbeiten. Ist er eigentlich schon da? Ich weiß gar nicht, wann kommt denn der Butler immer? Pia hat noch einen Sauberkeitspunkt bekommen. Dann machen wir hier mal Schluss, Pia. Du lernst, Adam, hinten ist der Butler, lernst nochmal ein bisschen lebenslange Zufriedenheit. Damit bist du beschäftigt. Unser Matthias... Matthias, du musst auf die Arbeit. Es ist kurz vor 9 und die sind fort. Na gut, dann fahren wir zur Arbeit. Tiergärtner, ich habe kein Tier. Kommt zwar ein bisschen spät, aber immerhin. Adrian, mach mal das weg hier. Gott. Sie schläft. Oh, wir gucken beim nächsten Mal mit, was sie eigentlich jetzt angezogen hat. Unsere Gerda, die macht noch Musik. Geh noch baden, danach gehst du mal schlafen. So. Okay, es ist 9:30 Samstagmorgens. Unser Matthias ist ins Bett gegangen. Entschuldigung, ist zur Arbeit gegangen. Und somit verabschiede ich mich bei der Familie Picasso. Wir kommen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Familie Picasso an einem Samstag. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.